Die aktuelle Situation in Tibet ist sehr schlecht. Unser Problem ist kein innertibetischer Konflikt, nicht so etwas wie der Bürgerkrieg in Kambodscha, sondern bei uns ist es eher so. Wir haben Gäste im Land, die gekommen sind, aber ohne richtige Einladung. Das ist unser Problem. The Message vom Dalai Lama, dem geistigen Oberhaupt der Buddhisten. Der Dalai Lama führt die Exilregierung in Nordindien. Er bekennt sich zur Gewaltfreiheit und ist gezwungen, Tibet den atheistischen Invasoren aus China zu überlassen. Der Dalai Lama predigt Buddhas Weg und verzaubert die Menschen mit der Weisheit seiner Worte. Hier seine Botschaft an die Welt. Die Lage Tibets auf einer Hochebene und seine räumliche Entfernung von anderen Ländern haben schon in geschichtlichen Dimensionen zur Isolation geführt. Diese Isolation führte dazu, dass Besucher selten waren, auch als Tibet noch ein freies Land war. Nach der Besetzung durch China verhinderten Reisebeschränkungen die Möglichkeit, die Tibeter kennenzulernen. So erscheint Tibet und die eng mit ihren Traditionen verbundene Bevölkerung vielen als mysteriös. Vieles ist der Welt auch heute noch unbekannt. Die hohe Kultur ist aus einer antiken Zivilisation herausgewachsen und es ist eine Schande, dass sich heute nur Gelehrte dafür interessieren. Tibets Volk lebt in der Erfahrung einer lebendigen Religion mit einem in Jahrhunderten gewachsenen medizinischen Wissen, lebt in einem respektvollen Umgang mit der Umwelt und ist daher offen für Probleme, die heute für uns alle aktuell sind. Unglücklicherweise ist dieses wertvolle Kulturerbe heute vom Vergessen bedroht. Die Chinesen versuchen vorsätzlich, die einzigartige Identität Tibets zu untergraben, indem sie Klöster und andere Institutionen der Erziehung und Kultur schweren Zwängen unterwerfen. Sie überschwemmen die Städte mit Siedlern und verursachen Massenarbeitslosigkeit, indem sie fremdartige Bodenbewirtschaftungen befehlen, die langfristig gesehen erfolglos sind. Aus diesem Grunde brauchen wir dringend Hilfe, wenn die tibetische Kultur und das tibetische Volk erhalten bleiben sollen. Die im Exil lebenden Tibeter konnten bisher relativ erfolgreich unsere Traditionen erhalten, aber auf lange Sicht ist unsere Kultur gebunden an die Freiheit der Tibeter in unserem eigenen Land. In meinem 5-Punkte-Programm habe ich Vorschläge skizziert, um diese Ziele zu erreichen. Diese Vorschläge brauchen eine starke internationale Unterstützung, um verwirklicht zu werden. Ich möchte mit meiner Arbeit weltweit ein größeres Bewusstsein für mein Land, seine Kultur und seine Menschen bewirken. Man sieht weltweit Fotos und liest Berichte über mein Land. Selten aber gab es Versuche, die Klänge Tibets festzuhalten.
Der Musiker Chris Hinze hat die Musik des alltäglichen Lebens, die Musik der Straße und der Religion meiner Heimat aufgenommen. Und ich hoffe, dass diese Musik zu einer reichen und lebendigen Wertschätzung der musikalischen Tradition Tibets führt. Durch seine Musik feiert er Tibet, das Land des Schnees, und hält die Hoffnung auf Freiheit hoch. Firstly, you know, Tibetan culture or Tibetan nation is one of the very old nation and very old civilization. And I think the ancient time, our neighbors, eastern neighbor China and southern neighbor India, western and northwest neighbor is Muslim. So these, I think, it should be with some adaptation or learning from these neighbors and with our own thinking or idea, also regarding the environment. So Tibetan eventually develop our own cultural heritage. And now that become something very unique. And I feel the essential part of Tibetan culture is, it seems very, very peaceful, and peaceful nature and compassionate. Peace with environment, peace with fellow human being and the animals like that.
generally, I believe artist, like as a musician, I feel have great responsibility to serve or to help to serve humanity. Now today, it's quite obvious now, in spite the threat of nuclear holocaust, east-west division, despite disappearance of this threat, there are many, many problems. And the one problem, like among others, a problem, I think the people usually described the crisis, moral crisis. And in the societies, too much violence. Now, the national leaders are very much involved to do something about these things. I believe, unless something comes from within ourselves, within people themselves, you see, the government or the law or constitution and police forces cannot do much. So, I believe, the essentially basic human nature is gentleness. And the whole human life, I believe, I think one of the most important factor is human loving kindness or human affection. So therefore, basically, I believe there are great potentials among humanity to develop peaceful or happier society. On that basis, now what's happening now today? I think we sometimes, the good side of the human being, compassion or human affection, we simply take for granted and neglect about it. And we pay too much attention to material development or economy side of these things. So our potential somehow not have the chance to develop, grow. So I think time has come to show or to make clear is our potential. I think inner spiritual development. When I say spiritual, not necessarily religious idea, but it's simply a good human heart. That's all. Unless you see the good spiritual things develop within ourselves, the inspired material development or some all other facility, a human society may not have inner peace or inner deep satisfaction. So therefore, I think it is the responsibility of all entire humanity, particularly you as a musician or artist, through your own profession, give people hope and give people the idea. Sometimes the people, they a little bit too much frustration, discouraged, and always complaining, and lose the self-confidence and desire to change the unhappy situation. So give them hope. Usually I do. We have good potential. If we open up our mind, make effort, we have the ability to overcome all these problems, all this suffering. So I think you can utilize your own as a professional, and through that way, you see, they give the people, it's a new idea, new hope, sense of responsibility.
give people hope.